Okay, das ist doch kein großer Baum. Nee, ich glaube, das ist mit dem Laub können wir vergessen. Das verschwindet nicht von selbst. Schafe. Schaf, ich komme. Bleib stehen, ich brauche deine Wolle. Ganz dringend. Wird dann auch fast. Ach Gott, unsere Kakteen sind ja auch schon gewachsen. Gut, das Schaf ist gerade despawned. Dafür ist da gerade ein Huhn aufgetaucht. Ach Mensch, hier geschehen ja komische Sachen. Du meine Güte. Oh, ach, hier ist ja unser. Oh. Unser Abgang in den. Ist ja von uns? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, dann gehst du gleich mal weg. Ja, also 6 Bäumen. Wir haben ja oben noch 4 Stacks Säpplinge. Wir haben jetzt folgende Alternativen. Wir können jetzt hier unten einfach die Bäume in den Kronen alle so stehen lassen und auf einer Minecraft-Version warten, wo das wieder funktioniert. Oder wir machen es anders. Was war das für ein Geräusch gerade? Oh, hier ist noch ein Baum. Das war ganz merkwürdig. So fast, als würde hier auf einmal so 70.000 Blätter auf einmal abgebaut werden. Okay, das war dann wohl die aktuelle Axt. Na komm, drop doch Setzlinge. Ja, gut, also das ist jetzt definitiv auch nicht so die Top-Möglichkeit. Ja. Gut. Schön, dass die Range auch so klein ist. Wunderbar. Und es wird auch gerade dunkel. Diese Geräusche machen mich etwas nervös. Aber wir haben schon einiges an Holz und auch einiges an Wolle. Das ist ganz gut. So. Nehmen Sie mal her die Wolle. Ja, oh, schön. Geben auch Sie mal her die Wolle. Nicht weglaufen. Ich entledige euch doch nur eurer weißen Pracht. Die ihr sowieso nicht braucht, weil ich das sage. Ja, gut. Ach, habe ich schon irgendwann eigentlich mal erwähnt, dass es so herrlich in der Nacht hier ist, wenn man nicht sieht und einem die Softbox so richtig schön frontal ins Gesicht scheint und man quasi erblindet. Ich glaube, das habe ich zum Glück im Verlaufe des ganzen Projektes noch nicht. Oh. Hallo, Schaf. Nee, warte, das war kein Schaf. Ich glaube, das war ein Schwein. Ja, gut. Hör auf, uns rumzuschieben. So, wo war ich eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh ne, hier ist ein großer Baum. Ach, das ist schon wieder das bereits abgeerntete Schaf. Hör auf, mir Hoffnung auf neue Wolle zu machen. Das macht man doch nicht. Gut. Hier holt jetzt mal die Äxte noch. Oh. Wir können mir viel sagen, aber der war vorher noch nicht da. So. Hier drüben ist auch Neues. Ne, hier ist nichts Neues gewachsen. Ja. Dann geht es dann zur Küste. Ah, ne, warte, wir machen das lieber so. So. Ja. Schön, dass dir das auch gefällt, Kuh. Heieiei. Oh, ich freue mich schon, das ganze Laub hier wegzuholzen. Hei, das wird ein Spaß. Heieiei. Ich könnte theoretisch. Ach, warte, das machen wir mal schnell. Ich kann ja mal nachgucken. Moment.
Mein Gott, wann war das denn, wo das mit den... Nein. Schauen wir mal. Aber wann war das denn nochmal? Ach so, Moment. Ah ja. Gut, ja. Eigentlich können wir das Laub fast stehen lassen. Denn es wird... Ja gut, 2 Monate ist eine lange Zeit. Es werden in 2 Monate quasi mit dem Beginn der Beta, die spawnt das Laub dann tatsächlich wieder. Oh. Hier ist schon wieder ein Baum gewachsen. Hey, Schweinchen. Oh Gott, ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Wo ist eigentlich jetzt die Burg? Ach, hier sind wir so. Oh, ach der Gott, das ist ja ein großer. Hä? Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Seht ihr da den Mond durch die Blätter leuchten? Das ist doch wunderbar. Und da ist ein Schaf. Das werden wir dann auch gleich der Wolle entledigen. Schaf, komm her, ja. Gut. Da ist ein Baum. Ich meine, zum Glück sind hier nur sehr wenige Bäume. Sage ich jetzt mal, ne? Alter, der Ingemson ist halt wirklich... Ich glaube, oder? Für euch ist der Ingemson eigentlich gar nicht so laut, wie ich immer tue. Der ist nur für mich so laut, weil ich... die Musik in einer... relativ lauten Lautstärke höre. Das funktioniert, damit das für euch auch noch angenehm ist und nicht übertrieben. Funktioniert das in erster Linie so, dass ich den PC-Sound sehr laut aufdrehe und dadurch halt auch die Ingame-Geräusche sehr laut werden. Weswegen mir das viel lauter vorkommt, als es für euch dann eigentlich ist. Noch dazu, dass die Frequenz des Geräusches, wenn man Laub abbaut, sehr hoch ist und dadurch noch etwas lauter wirkt. Denn... Oh, hi. Ah, ein Schaf. Hallo. Oh, noch mehr Schafe. Es ist so schön, dass bei Fackeln Schafe spawnen, auch in der Nacht. Da kriegen wir richtig Wolle zusammen. Hey, da können wir direkt ein Haus bauen dann da oben. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, erst noch Stein. Alter Schaf. Please. Lass mich doch einmal in Ruhe. Oh, Schafi. Hallo, hallo, Wolle. Wolle. Danke, danke. Ja, danke. Ja, das ist fein gemacht, du. Da oben ist auch noch ein Schaf. Das nehmen wir natürlich auch mit. Der ist da... Okay, nee, das sind nur Kühe und ein abgeerntetes... Oh nein, ein Riesenbaum. Die sind immer so ätzend zum Abbauen. Oh.
Oh. Also ich finde es sehr begrüßend, dass ich wegen der Nacht nicht sehe, ob hier noch Holz drin ist. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht so nicht mehr so begrüßend finde. Okay, hier ist ein Riesenbaum, aber oh. Ja, da kommen wir einfach hin, sagte er und fiel erstmal runter. So. Ja, gut. Hallo. Oh. Ach so. Hier ist der Baumstamm und da werde ich jetzt hingehen. Oh ja. Oh Gott, das ist etwas laut. Glaube ich. Ah, nee, ist es gar nicht. Wieso kommt mir das immer so laut vor? Mir kommt jede Musik viel zu laut vor. Oh Gott. Ich sehe den Wald vor lauter Laub nicht mehr. Also, das heißt, ich sehe halt nur Laub, aber nicht, wo noch Baumstämme sind. Oh, aber hoppla. Ich glaube, ich brauche eine neue Axt dafür. Und oh. Ja. Das ist jetzt dann wohl die Definition von Riesenbaum. Ja, ich habe quasi keine andere Wahl, außer mich hier mit Holz hochzubauen. So. Das Blöde ist halt, dass wir das Holz auch auf die Art und Weise hier abholen müssen. Weil es ja nicht nach unten kommt, wenn das Laub nicht weggeht. Ich glaube, das habe ich bei den anderen Riesenbäumen ist ja gar nicht beachtet. Dass das Laub noch im Holz hängen bleibt. Ja, genau, nur andersrum. Dass das Holz ja sich in den Blättern verfängt und nicht mehr runterkommt. Also, ja. Gut. Weil dieser Ast hier ist ja auch so wunderschön geradlinig. Also wenn ich es schaffe, so einen großen Baum zu züchten, dann können wir uns doch gerne ein kleines Baumhaus reinbauen. Das wäre an sich eigentlich eine total schöne Überlegung. Nur würde ich das in der aktuellen Gegebenheiten, was die Positionierung von Holzblöcken angeht, noch nicht so setzen, denn oh, da sind wir auch runtergefallen, haben den schönen alten Schadenssound gehört und werden jetzt unsere Axt kaputt machen an diesem Holzstück. Okay, das hat tatsächlich noch keinen Sound und wir müssen uns eine Werkbank craften, denn ich habe keine da. So. Ja, scharf. So, hier. Gut, den Bug haben sie auch noch nicht gefixt, dass man Werkbänke, die aus Holz bestehen, nicht mit einer Axt gut abbauen kann. Ach, Moment. Alter, es ist halt wirklich so easy halt. Ich habe keine Ahnung, wo Baumstämme sind. Mal davon abgesehen, dass es hier drunter ja auch zum Glück nicht dunkel ist im Moment. Ach Gott, und da sind unsere Widersetzlinge. Ich glaube, ich habe mit der Baumfarm übertrieben, als ich die eingepflanzt habe. Oh je. Alter, was, wie viele Bäume das sind. Das ist ja unfassbar. Das ist umwerfend. Also ich finde das gut. Oh Gott, ich hoffe, ich habe dann für mich persönlich in der Burg oben genug Platz dafür, um meine Häuser zu verwirklichen.